Dann haben wir Donnerstag, den 29. April 2021. Wir haben ja keine großartigen Einflüsse, außer natürlich Pluto rückläufig, was auch weiterhin dafür sorgt, dass die Dinge, ja, ich sag mal, überdacht werden, die man vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Wir haben den Mond im Schützen, das ist expansive Energie, Optimismus, nach außen gehend, dranbleiben, sich nicht beirren lassen, was auch gut ist und was man natürlich in positiver Art und Weise fortsetzen kann. Man sollte mit positiver Attitüde vorangehen. So, einen schönen Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021 und wir haben kreative Energien mit Uranus. Ich denke, eine schöne Entwicklung steht bevor. Schauen wir uns an, was heute für den Widder allgemein in der Kartenlegung zu beachten ist. Sich auf Augenhöhe begegnen, zwei der Kelche. Klarheit und Wahrheit, also authentisch sein, vielleicht auch alte Zöpfe abschneiden, je nachdem. Da haben wir so ein bisschen Wettbewerb, so ein bisschen Rangelei, das muss nicht schlecht sein. Wir haben auf jeden Fall Klarheit und Wahrheit. Also mit anderen Worten, liebevolle Energie, Wahrheit sprechen, Wahrheit verteidigen im Notfall, ja, dafür einstehen, sich einsetzen, sachlich und freundlich natürlich und wirklich, ja, authentisch rüberkommt. Das ist heute sehr wichtig. Ich denke auch gerade in nahestehenden Beziehungen, sei es jetzt zu deinem Boss oder sei es in der Beziehung privat, es ist wichtig, dass du ja klar bist und klar antwortest. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Stier. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021, haben kreative Energien heute. Schauen wir mal, was da so los ist. Mit Uranus, denke ich, könnte da einiges passieren. Was haben wir für den Stier allgemein heute? Manifestation, ich wusste es. Du kannst etwas umsetzen, was du dir vorher ausgedacht oder überlegt hast. Wir haben Grund zum Feiern, Geselligkeit. Den Herrscher, vorsichtig mit Machtkämpfen und die Illusion. Okay, 7 der Kelche ist die Illusion oder man checkt so ein bisschen seine Möglichkeiten. Also ich glaube, dass du ganz tolle Ideen hast, dass es da auch Grund zum Feiern gibt. Es kann sein, dass du dich so ein bisschen überschätzt, gegebenenfalls mit dem Herrscher und den 7 der Kelche. Oder dass du halt noch weitere Möglichkeiten in Betracht ziehst. Vielleicht bietet man dir ja auch was von höherer Stelle, kann auch sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du diesen einen Erfolg erstmal für dich verbuchen sollst und dann wieder auf den Teppich kommen sollst. Den Rest wird sich dann später zeigen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und sag mal bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021 und wir wollen uns anschauen, was wir heute in den Karten für die Zwillinge allgemein haben. Wir haben Kreativität drin und wir haben die 4 der Münzen. Das kann bedeuten, Geld zusammenhalten, also ein bisschen vorsichtig sein, an etwas oder jemandem festhalten. Wir haben den Gehängten, Stagnation. Das bedeutet aber auch, dass man sich einen Überblick verschafft. Und wir haben den Page der Schwerter. Ich glaube, da fehlen einfach noch ein paar Informationen. Also du solltest deiner Linie oder dem, was du gerade tust, treu bleiben, nochmal einen Rundumblick machen und gegebenenfalls noch wichtige Informationen abfragen. Wir haben nämlich die 8 der Münzen. Es kann sein, dass da irgendein wichtiger Punkt noch bearbeitet werden muss. Also je eher du dich vergewisserst, dass alles wirklich so ist, wie es sein sollte, desto schneller hast du es dann auch erledigt. Ich glaube, dass es da um Klärungen gibt, vielleicht auch im Job, dass Dinge nicht vorangehen, dass da Informationen fehlen, aber du hast die Möglichkeit, an diese Informationen heranzukommen. Und dann geht es auch, denke ich, weiter. Ich wünsche dir viel Erfolg und sage bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, den 29. April 2021. Kreativität, Uranus mischt mit. Was haben wir heute für den Krebs allgemein
in der Kartenlegung. Wir haben den Herrscher. Machtspielchen vielleicht. Wir haben die Königin der Stäbe, Feuerenergie, Temperament und Veränderung. Also es kann sein, dass sich die Temperatur etwas ändert mit Vorgesetzten oder in der Hinsicht, wo du deine Macht irgendwo ausübst. Das kann sehr hitzig sein, das kann aber für Veränderung sorgen. Wir haben die Liebenden. Also geht es darum, das, was dir am Herzen liegt, egal ob beruflich oder privat, dass du das auch umsetzen kannst. Ich würde nur davor warnen, zu tyrannisch rüberzukommen. Du kannst mit Feuereifer für deine Dinge eintreten, positiv, optimistisch die Dinge rüberbringen und eine Veränderung verursachen. Durchaus möglich. Aber eben nicht mit den Ellenbogen. Ne? Es kann auch sein, dass ein Vorgesetzter leidenschaftlich gern Veränderungen herbeiführen möchte und du kannst vielleicht ein Veto einlegen, du kannst sagen, diese oder jene Veränderung hat das zu folgen. Wenn dem so ist, solltest du das natürlich auch mitteilen, auf deine liebevolle, freundliche Art. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg und sag mal bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, den 29. April 2021 und schauen uns an, was für den Löwen heute allgemein in der Kartenlegung drin ist. Wir haben kreative Energien und den großen Veränderer Uranus. Wir haben kleine Schritte mit dem Page der Münzen. Wir haben, das Ass der Stäbe, deine Leidenschaft. Du bist leidenschaftlich dabei, solltest aber nicht zu hastig sein. Es geht um Arbeit, es geht um Karriere, es geht um Job. Und da haben wir dich sicher im Sattel. Du bist heute sehr busy, aber du solltest vielleicht ein Stück weit aufpassen, dass dein Temperament nicht mit dir durchgeht. Also, dass du entweder dir zu viel aufhalst oder ein bisschen zu forsch bist, sag ich mal. Ne? Du sollst mit Leidenschaft daran arbeiten, aber du sollst halt nicht, sag ich mal, während du da irgendwas machst, das Geschirr zerdeppern. Kleine Schritte, vorsichtig, langsam. Und das ganze Jahr über haben wir ja auch, dass du dich um Details kümmern sollst. Und das ist heute auch mit dabei. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind beim Donnerstag, dem 29. April 2021. Wir haben kreative Energien und auch Uranus, der mitmischt, Veränderungen. Was haben wir für die Jungfrau jetzt allgemein? Das Rad des Schicksals, okay? Wir haben zwei der Münzen abwägen und wir haben den Ritter der Stäbe, spielerische Energie. Es bedeutet momentan, dass du abwägst, widme ich mich jetzt der Karriere oder widme ich mich der Freizeit, versuche vielleicht ein gesundes Mittelmaß zu finden. Wir haben den Gehängten, heute ist nicht viel los, du hast die freie Wahl, aber es ist natürlich wichtig, dass du ja sowohl das eine wie auch das andere natürlich ja, nutzt oder umsetzt, damit du was davon hast. Das Rad des Schicksals ist eine positive Begebenheit und die kann dir sowohl, denke ich, im Job als auch privat ja, Freude bringen. Stagnation, Unbeweglichkeit, vielleicht auch Erkenntnisse, Überblick und das kann nicht schaden. Viel Erfolg und bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind heute beim Donnerstag, dem 29. April 2021. Kreative Energien und Uranus-Energien haben wir heute. Wir schauen mal, was wir allgemein für die Waage haben. Kommunikation, das ist gut. Dann haben wir den Stern, Heilung. Es können heilende Worte sein. Ja. Wir haben nämlich hier den Konflikt, okay. Und wir haben die Sieben der Kelche. Das sagt mir ganz klar, dass du als Vermittler fungieren kannst heute. Du kannst einen Streit schlichten. Du kannst einen Streit schlichten, der vor allen Dingen auf keinem wirklichen Grund basiert. Also es ist entweder, ich sage jetzt mal, dummes Getratsche. Also da bist du Friedensstifter mit der heilenden Energie des Wassermanns. Wenn du dieser Sache begegnest, sieh dich als Vermittler, als Schiedsrichter nicht unbedingt, aber als Schlichter einfach, ne? Und der Grund ist so banal oder so dumm in dem Moment. Aber es ist natürlich gut, wenn du da Frieden stiftest. Eine schöne Aufgabe, viel Erfolg und bis morgen.
Einen schönen guten Tag, lieber Skorpion. Wir sind beim Donnerstag, dem 29. April 2021. Und wir haben Kreativität drin, Uranus drin. Schauen wir mal, was wir allgemein für den Skorpion heute in den Karten haben. Da ist Begeisterung, Ritter der Stäbe, Ablenkung, ne, bisschen was Spielerisches. Wir haben den Erfolg, wow, schön. Und die Belastung, die Verpflichtung, die Dinge, die ja getan werden müssen. Ne? Das, was auch manchmal ein bisschen Stress verursacht oder einen nervt. Du gehst spielerisch daran und hast damit Erfolg, also wenn du es nicht alles so ernst nimmst. Du hast natürlich Verpflichtungen, die kümmerst du dich auch, aber je besser du dich entspannt daran begibst, desto schneller hast du sie von der Backe. Vielleicht kannst du auch andere mit ins Boot holen, ein bisschen verteilen, ein bisschen delegieren, das wäre so eine Idee. Aber es scheint ein sehr positiver Tag zu sein, wo alles einfach gut klappt. Und je ruhiger und entspannter du bist, desto besser klappt es. Viel Spaß dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021 mit Uranus. Haben wir eine verändernde Energie und wir haben Kreativität dabei. Das hat auch mit der Sonne und Merkur zu tun. Was haben wir heute allgemein für die Schützen? König der Stäbe, wieder in deinem Element. Wir haben den Stern, das ist Wassermann-Energie, Heilung. Und wir haben den Magier. Das kann auch bedeuten, dass du nach den Sternen greifst heute, aber wir haben auch Verpflichtungen. Ich denke mal, dass je nachdem, was anliegt bei dir persönlich, dass du durch neue Verpflichtungen, neue Verträge, neue Vereinbarungen möglicherweise deine Träume erfüllen kannst oder kleine Teile vielleicht auch. Aber mit dem Magier manifestierst du diese Verpflichtungen ja. Und ich denke, dass du da, sagen wir mal, dich gesund stoßen kannst. Der Magier bedeutet neue Aufgabengebiete, neue Bereiche. Und diese Verpflichtungen gehst du, denke ich, gerne ein. Du bist mit Feuereifer dabei und Kreativität natürlich. Interessant. Viel Erfolg und bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021 und wollen schauen, was heute für den Steinbock in den Karten allgemein drin ist. Kreativität ist ein Thema, Uranus, Sonne und Merkur. Ich denke, das sollte ein guter Tag werden. Schauen wir mal, was die Karten dir sagen. Kleine Schritte gehen, nicht hastig, sondern klein, klein. Klarheit und Wahrheit, sich über Dinge klar werden oder alte Zöpfe abschneiden, also was hinter sich lassen. Magier, Manifestation. Ich denke, dass du mehr oder weniger Platz schaffst und Neues kreierst. Liebe ist drin. 10 der Kelche. Kann sein, dass du heute die Liebe in dein Leben holst oder jemandem deine Liebe gestehst. Wäre möglich, ja. Und das fängt ganz harmlos an, ja. Aber ich glaube auch, dass du selber so ein bisschen erschrocken bist, dass du auf einmal, ja, Butter bei die Fische und sehr kreativ, denke ich mal, auf die andere Person zugehst und das eben auch sehr schön ist. Naja, ich bin gespannt, was du berichtest. Jedenfalls ist es was positiv Liebevolles. Genieße das. Freu dich drüber. Bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 29. April 2021 mit Uranus, deinem Herrscherplaneten, Merkur, der Sonne. Ist Kreativität auch mit drin? Schauen wir uns an, was heute die Karten für den Wassermann allgemein haben. Entscheidungen stehen an. Klarheit und Wahrheit, König der Schwerter. Das kann deine Energie sein, du wirst über was klar oder du holst dir ja Rat und Unterstützung. Page der Schwerter ist Informationen sammeln. Also da ist schon, da steht eine Entscheidung an. Ich denke, es hat vielleicht auch was mit einer Behörde oder so zu tun. Da musst du noch zustimmen, Nein sagen oder Formulare ausfüllen, was auch immer. Und dann haben wir die schnelle Energie. Du bringst das heute in trockene Tücher und das geht rasant schnell. Man hat sich schnell entschieden, schnell darüber gesprochen, ist sich schnell einig, sage ich jetzt mal, kann auch ein Vertrag sein, aber ich denke eher, es ist eher was, du unterschreibst,
Kaufvertrag oder Mietvertrag, irgendwas in der Richtung. Und das geht relativ zügig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag mal bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Donnerstag, dem 29. April 2021, bei Kreativität, bei Uranus, der Sonne und Merkur. Und ich denke, da passiert so einiges Schönes, Überraschendes, hoffe ich zumindest. Was haben wir für die Fische heute in den Karten? Kleine Schritte. Langsam vorgehen. Über den Tellerrand schauen, vorausschauend denken oder sich weiterbilden und sich darauf konzentrieren. Es geht also darum, dein Ziel zu erreichen, sich auf die Weiterbildung zum Beispiel zu konzentrieren, zu fokussieren, auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Kleine Schritte, aber du bist darauf konzentriert. Und das verursacht Veränderung. Das sorgt für Veränderung. Ich weiß nicht, ob direkt heute, ob es darin Veränderung gibt oder ob das etwas ist, was für dich langfristig eine Veränderung herbeiführt. Es können auch Informationen sein, die kommen heute überraschend, ja, möglich. Aber der Fokus liegt halt darauf, dass du durch diese Sache, die du heute tust, eine Veränderung herbeiführst. Vielleicht wechselst du auch zum Beispiel das Studienfach, wäre auch so eine Möglichkeit. Oder das, wofür du dich interessierst, kann sich plötzlich verändern. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Entscheidung, viel Erfolg und sag mal bis morgen.